Vor ein paar Monaten habe ich euch zu eurer Meinung und Gedanken zu The Sims 4 und einem möglichen Nachfolger gefragt, die ich jetzt in diesem Video auswerten möchte. Wie tickt meine Community und was hat mich hier besonders überrascht? Insgesamt 1600 Spieler haben bei meiner Community-Umfrage vor knapp 2 Monaten mitgemacht, die jetzt in diesem Video genau ausgewertet wird. Hier habe ich euch Fragen zu The Sims 4 und The Sims 5 gestellt, auf die ihr teilweise erwartbare Antworten, teilweise aber durchaus überraschend geantwortet habt. Wir beginnen mit meiner ersten Frage, in der ich wissen wollte, wie gut ihr euch in der Sims-Reihe so auskennt. Hier haben mit 59% die meisten von euch gesagt, dass sie sich recht gut auskennen, 22% haben nur ein mittleres Wissen und 14% sind absolute Experten. Auch bei der Frage nach Gameplay-veränderten Cheats war der Großteil ausgeglichen. 45% benutzen ab und zu kleinere Cheats, um im Gameplay zu manipulieren. 25% sehen die Gameplay-Cheats eher in Notfällen als notwendig an und 23% cheaten gefühlt die ganze Zeit. Respekt an die 5,8%, die nie Steuerung, Shift und C drücken, um einen Vorteil zu erhalten. Also bei den Cheats muss ich ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich sehr langweilig zu cheaten. Also ich habe hier bewusst Gameplay-verändernde Cheats geschrieben. Move Objects ist ja okay, aber ich finde, wenn man in den Haushalt geht, 5-mal Motherload klickt, bis man Simoleonär ist, ja, ist dann halt so ein bisschen einfach die Herausforderung weg. Und da kann ich dann, sagen wir mal, das auch nicht so ganz verstehen. Diese Leute, die hier dauerhaft cheaten, 23% darf natürlich jeder machen, wie er möchte. Es gibt ja da keine Vorlage oder sowas. Aber meiner Meinung nach ist es dann halt einfach so ein bisschen langweilig. Ja, dann gibt's da ja gar keine Challenge mehr so richtig. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist, wenn man einfach mit seinen Sims rein Geschichten erzählen möchte, da kann es dann natürlich Sinn machen, dass man solche Cheats einsetzt. Aber ansonsten bin ich da eher so ein bisschen zurückhaltend. Die Frage nach neuen Sims-Packs und die Frequenz, in der diese gekauft werden, hat mich ganz schön überrascht. 37% von euch sind Sparfüchse und warten auf einen Sale, 26% greifen erst länger nach dem Release vereinzelt zu den bis zu 40 Euro teuren Erweiterungen. Immerhin 16% aller Spieler schlagen direkt ein paar Tage nach dem Release des Packs zu, 13% können sogar diese paar Tage nicht abwarten und kaufen sich das Pack direkt bei Release und 7% lassen es etwas entspannter angehen und können auch noch ein paar Wochen auf die neuen Packs warten. Ganz kurz, falls ihr gerade das Landhausleben Erweiterungspack günstig erhalten möchtet, könnt ihr beim Instant Gaming Eldorado Game Festival für 21,77 Euro hier zuschlagen, Link in der Beschreibung. Weiter aber mit euren Lieblingsneuerungen im Vergleich zu den Vorgängern. Hier wurde hauptsächlich der Baumodus und Cars besonders positiv hervorgehoben, die auch ich im Vergleich zu den Vorgängern deutlich polierter und besser finde. 19% nannten hier die Grafik, die ja vom Stil in eine ganz andere Richtung im Vergleich zu den Vorgängern geht. 16% von euch freuen sich hier über die regelmäßigen Updates, 14% über das Emotionssystem und 8,5% über die Galerie. Nur 6,4% und 5,8% haben hier die zahlreichen Gameplay-Objekte und die detaillierten Welten angemerkt. Bei der dritten Frage war ich tatsächlich schon ein bisschen überrascht, dass es so viele Leute gibt, die immer auf einen Sale warten oder die Packs sich danach kaufen. Das kann ich jetzt vielleicht als Sims-YouTuber auch so ein bisschen, sagen wir mal, schlecht sehen. Da habe ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl für. Ich habe mir früher tatsächlich alle Packs auch vor dem YouTube-Kanal immer direkt gekauft, zu The Sims 4 Zeiten. Aber ja, es macht natürlich auch irgendwie Sinn. Manche Packs interessieren mich persönlich jetzt auch nicht so wirklich. Ich hatte da dann eher so ein bisschen diesen Sammelgedanken im Hinterkopf, aber ja, ehrlich gesagt, das ist schon verständlich auf jeden Fall. Dann hier fand ich auf jeden Fall bei Frage 4, welche Sims 4 Neuerungen ihr so am meisten mögt, fand ich tatsächlich sehr spannend, dass es da doch so viele Leute gab, die sowas wie die Grafik als wichtigste Neuerung gewählt haben. Klar, ich habe hier Sachen aufgeführt, die meiner Meinung nach auch in The Sims 4 sehr stark waren als vorgegebene Möglichkeiten, aber dass so viele wirklich gesagt haben, dass die Grafik das Allerbeste war, hat mich schon ein bisschen überrascht. Dann natürlich die regelmäßigen Updates, kann ich voll verstehen, ist in The Sims 4 tatsächlich sehr cool. Das muss man auf der einen Seite zugeben,
Es werden manchmal auch Features einfach nachgepatcht, die es in den Vorgängern schon im Basisspiel gab, muss man ja leider so sagen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass viele Features immer reingefügt werden. Jetzt auch in letzter Zeit die Sexualität, die es mit dem nächsten Update gibt. Solche Geschichten gab es ja auch noch nie bei den Sims. Das ist dann natürlich auch immer ganz cool. Als nächstes die Frage, wie oft die Sims 4 von euch so gespielt wird. 41% spielen hier ein paar Mal in der Woche, 14% hingegen nur alle paar Wochen. Jeweils 13% spielen entweder exzessiv die Sims und dann erstmal eine Zeit nicht mehr oder einmal in der Woche. Mit 3,4% und 2,1% lagen die Auswahlmöglichkeiten alle paar Monate und einmal im Monat bei euch recht weit unten. Insgesamt seid ihr hier also sogar ziemlich regelmäßig dabei. Jetzt zur Frage der Schwierigkeit. Diese wird von insgesamt 50% als eher zu lasch angesehen, welche ein bisschen hochgedreht werden könnte. 32% sind mit dem Schwierigkeitsgrad des Spiels vollends zufrieden und 12% sehen die Sims als ein wenig zu einfach an. Nur 4,8% ist das Spiel viel zu einfach. Jetzt gehen wir einfach mal die Punkte durch, die ihr so am besten fandet. Ihr konntet ja ebenfalls selber da Sachen reinschreiben. Die Leute haben Multitasking genannt, Grafik, Emotion, die Welt. Manche hier haben scheinbar auch gar keine Ahnung von den Vorgängern gehabt. Spiele nur die Sims 4. Habe ich tatsächlich hier auch öfters gesehen. Fand ich auch sehr spannend. Die neue Steuerung, das Sozialmenü. Ich muss sagen, das wäre mir jetzt gar nicht so als Punkt irgendwie eingefallen. Was gibt es hier noch Spannendes? Tatsächlich viele, die die Steuerung scheinbar irgendwie mögen. Das habe ich jetzt hier auch schon öfters gesehen. Alles. Die Schnelligkeit, das muss man auch sagen, die Sims 3 war leider sehr, sagen wir mal, fehleranfällig, sehr verbuggt. War teilweise ein bisschen schade. Pools? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ja, hier wieder der nicht gespielte Vorgänger. Ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Wie oft spielst du eigentlich die Sims 4? Ich muss sagen, hier ist dann wirklich der erste Hammer gefallen. Dass 41% von euch ein paar Mal in der Woche die Sims 4 spielt, hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, alle paar Wochen. Damit habe ich jetzt schon eher gerechnet, aber wirklich, dass dieser Abschnitt so groß ist, also muss ich sagen, war vielleicht sogar eines der überraschendsten Sachen, die hier in meiner Umfrage rausgekommen sind, warum ich das auch so gerne gemacht habe. Und es gibt tatsächlich viele, die mit dem Schwierigkeitsgrad auch sehr zufrieden sind. Da finde ich, könnte man doch für den nächsten Teil vielleicht einfach einen Schieberegler in den Optionen einbauen, wo man dann zum Beispiel ja, grob einstellen kann, okay, die Sims bekommen viel Geld, es ist schwierig, dass die Sims sterben, ja, die Bedürfnisse der Sims gehen nicht so schnell runter. Sowas kann man dann vielleicht einfach mit so einem Schwierigkeitsschieberegler irgendwie einstellen. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Auch ein interessantes Ergebnis ist für mich die allgemeine Zufriedenheit bei The Sims 4. Diese wird von 46% mit einer 2 benotet, 35% vergeben eine 3, 9,6% sagen hier eine 4, für 6,2% muss sich gar nichts ändern, da diese vollends zufrieden sind, und 1,8% bzw. 0,4% vergeben eine 5 und 6. Allgemein seid ihr ja sogar ziemlich zufrieden bei The Sims 4. Auch eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat. Aus dem einfachen Grund, da ich oft in den Kommentaren sehr viel tatsächlich Negatives zu The Sims 4 lese. Also jetzt so rein vom Bauchgefühl hätte ich tatsächlich gesagt, dass es viel mehr Leute sind, die The Sims 4 nicht so viel abgewinnen können, die mit The Sims 4 nicht so ganz zufrieden sind. War auf jeden Fall auch sehr spannend. Die vergleichsweise neuen Sets war ebenfalls eine Frage. Hier haben 5% gesagt, eine tolle Idee, ich habe fast alle. 2,4%, perfekt, da ich mir diese eher leisten kann als andere Packs. Dann manche sind interessant, einige eher weniger, 34%. Zwar ein guter Lückenfüller, allerdings viel zu häufig, 29%. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Auch dieser Punkt ist für mich nachvollziehbar. Gerade dieses blühende Räume-Set war ja wirklich sehr cool. Das ist meiner Meinung nach von den Sets sogar fast ja, so eines meiner Must-Haves, wenn wir jetzt wirklich rein uns auf die Sets beziehen wollen. Sets sind nicht euer Favorit. Ihr findet Sets irgendwie blöd, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist einfach so ein Lückenfüller, der in letzter Zeit meiner Meinung nach zu oft eingesetzt wird. Ein bisschen schade. Jetzt zur Frage, wann ihr mit dem nächsten Teil, also einem möglichen The Sims 5, rechnet. Mit 47% liegt die Mehrheit bei einer Ankündigung in ein paar Jahren. 44% sind schon optimistischer und sagen, das dauert noch ein wenig.
Tatsächlich haben 5,2 hier nie geantwortet, noch weniger vermuten, dass Die Sims 5 schon jetzt demnächst da sein wird. Als Anschlussfrage wollte ich daraufhin wissen, ob ihr euch ein baldiges Ende für Die Sims 4 wünscht. Hier waren 52% der Meinung, dass wir Die Sims 4 noch eine Weile behalten sollen, 34% wären bei einer neuen Ankündigung des nächsten Teils gar nicht böse und 13% sind schon richtig gespannt auf die nächste Ankündigung. Da gab es auch schon von den Entwicklern jetzt in letzter Zeit nochmal die Bestätigung, dass Die Sims 5 noch eine Weile dauert, dass Die Sims 4 noch ein bisschen weiter gehen wird. Das spiegelt sich auch so in euren Antworten wieder. Tatsächlich, ja, so wie es bei euch aussieht, ihr seid wirklich fast komplett dieser Meinung, dass Die Sims 5 auch noch länger dauert. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Umfrage gemacht habe, war das, glaube ich, jetzt keine komplett aktuelle Info, deswegen habe ich diese Frage mit reingenommen. Wünschst du dir Die Sims 5 oder soll Die Sims 4 noch weitergehen? Tatsächlich, 52% hätten gerne noch mehr Die Sims 4, sehr spannend. Muss ich sagen, kann ich nur so zum Teil nachvollziehen. Ich würde mich jetzt tatsächlich freuen, wenn Die Sims 5 bald, wenn wir da wenigstens zumindest mal die ersten Informationen erhalten, fände ich auf jeden Fall sehr cool. Schauen wir mal, wann das soweit ist. Jetzt die Frage, ob Die Sims 5 eigentlich ein würdiger Nachfolger oder eher eine Enttäuschung werden könnte. Hier sind sich die Hälfte von euch sicher, dass das nächste Spiel der Reihe zwar gut wird, allerdings wahrscheinlich ein paar Features aus den Vorgängern fehlen werden. 21% sind hier ein wenig pessimistischer und denken, dass Die Sims 5 nur Mittel wird. 13% antworten hier mit naja und 11% freuen sich hier und denken, dass die Entwickler viele spannende Ideen einfließen lassen werden. Gerade mal 2,8% denken, dass Die Sims 5 wohl ein Reinfall wird. Die letzten beiden Fragen, glaubst du, Die Sims 5 wird gut? Da waren viele von euch der Meinung, dass es vielleicht dann so ein bisschen wird wie bei Die Sims 4. Da war es ja auch so, dass viele Features gefehlt haben. Es gab 89 Features, es gab so eine berühmte Liste vor dem Release von Sachen, die es in Die Sims 4 nicht gibt, aber in den Vorgängern schon. Ja, ihr seid da also ein bisschen pessimistisch. Zum Mittel war hier auch ebenfalls ein Punkt. Welcher Bereich müsste bei Die Sims 5 noch besonders erweitert werden? Das allgemeine Gameplay mit 64% hier ganz weit vorne. Dann die Fähigkeiten Karrieren. Finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Fähigkeiten bin ich bei euch. Bei den Karrieren wüsste ich jetzt nicht, wie man mit diesem Basisspielprinzip, dass die Sims einfach nur weg sind, wüsste ich jetzt nicht, wie man das besonders viel spannender machen könnte. Und ich gehe halt nicht davon aus, dass die Entwickler dieses an die Arbeit mäßige Prinzip da irgendwie bei Die Sims 5 ins Basisspiel packen. Kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen. Tatsächlich gibt es viele, die hier auch noch den Cars als Punkt genannt haben. Der Multiplayer war hier auf jeden Fall noch auf der Liste mit drauf, in der Mitte. Ein Erinnerungssystem wird hier sich gewünscht, das Reisen, also eine offene Welt, meint er hiermit, die Person, die das geschrieben hat. Mehr Auswahl von eigentlich allem, auch sehr gut. Grafik, mehr Merkmale und Bestreben sehe ich ganz genauso. Merkmale kann man, finde ich, irgendwie nie genug haben, auch wenn die jetzt in Die Sims 4 gefühlt nicht so einen krassen Einfluss haben. Und die Bestreben. Die sollen nicht mehr so Tutorial-mäßig sein, wie sie aktuell sind, sondern eher einfach wieder so ein bisschen wie in Die Sims 3, dass es sich wie so ein langfristiges Ziel anfühlt. Mir fehlt der Sims 3 Simpoint Shop. Der sollte wiederkommen. Bestimmt eine ganz kontroverse Meinung. Da wünsche ich mir nämlich tatsächlich, dass der gar nicht mehr wiederkommt. Der Store war so überteuert. Da waren zwar coole Sachen dabei, aber ich finde dieses Prinzip der Sets finde ich besser als den Sims 3 Store. Einfach aus dem Grund, weil selbst, es klingt so verrückt, aber im Vergleich zum Die Sims 3 Store finde ich ja fast die Sets preislich noch eigentlich ganz, ganz okay. Es war dann auch immer gemein, dass die Entwickler Simpoints benutzt haben und man dann nie so richtig gesehen hat auf Anhieb, wie viel dieses Pack jetzt eigentlich kostet. Dieses Set, was man sich da geholt hat, fand ich auf jeden Fall nie so wirklich cool. Was denkt ihr zu meinen Fragen und dem Ergebnis? War euch alles davon recht klar oder wurdet ihr ebenfalls überrascht? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.